Guten Abend und herzlich willkommen zu Spiegel TV aus Hamburg. Heute mit drei Aspekten eines Milliardengeschäftes. Deutschland unter Drogeneinfluss. Der verlorene Krieg gegen Dealer und Konsumenten. Legal bekifft. Amerika öffnet seinen Marihuana-Markt. Und Mord im Auftrag der Drogenmafia. Der Killer des Medellin-Kartells packt aus. Angesichts der Aussichtslosigkeit könnte man auf die Idee kommen, dass eine Legalisierung von Marihuana vielleicht der richtige Weg wäre. Ein revolutionärer Vorschlag, der in den USA seit kurzem Realität ist. In den Bundesstaaten Colorado und Washington haben die Wähler per Volksentscheid darüber abgestimmt, dass der Staat in Zukunft die Rolle des Dealers übernimmt. Freier Rausch für freie Bürger sozusagen. Für Bill Clinton gäbe es damit die Möglichkeit, den nächsten Joint nicht nur zu rauchen, sondern auch zu inhalieren. High Life in Colorado, eine Reportage von Karin Assmann. Mittwochabend am Stadtrand von Colorado Springs. Hier wird gekifft, was das Zeug hält. Oder bis die Polizei kommt, aber das ist derzeit eher unwahrscheinlich. Im Club 710 ist jedes zahlende Mitglied willkommen. Für $20 im Monat und $5 Eintritt gibt es Cannabis für alle. Organisator Rob kennt sich aus mit den Gesetzen. Hier ist die Grasbar, wo unsere Mitglieder Marihuana spenden können. Er darf ganz legal bis zu 28 Gramm besitzen und sie dann ganz legal kostenlos weitergeben. Jeder Raum ein kleines Raucherparadies. In diesem Raum sind noch weitere Mitglieder. Statt Beschaffungsstress, pießiges Miteinander auf dem Sofa. Mehr Sicherheit, das ist der wichtigste Punkt. Keiner muss mehr rausgehen in irgendwelche Drogenhöllen oder auf die Straße. Wir müssen keine Angst mehr haben um unser Leben, wenn wir etwas so Harmloses tun, verglichen mit Alkohol, Koffein oder Zucker. Wellness sozusagen. Was ich hier gerade mache, das ist der letzte Schrei. Wachsrauchen und Oropax. Dies ist ein Pfeifenkopf aus Titan. Man tut ein bisschen Wachs auf dieses Ende hier. Im Grunde ist es ein Marihuana-Konzentrat. Bis zu 98% THC enthält das klebrige Konzentrat. Nice. In Colorados Städten floriert das Geschäft mit Cannabis. 270 Apotheken mit dem grünen Kreuz gibt es allein in Denver. Sie sind lizenziert für den Verkauf von medizinisch indizierte Marihuana. Justin geht zu Denver Relief. Gegen Vorlage einer Patientenkarte gelangt er in die videoüberwachten Hinterzimmer. Anders als auf der Straße gibt es hier ein breites Sortiment. Der Renner zurzeit, ein Kraut genannt Biodiesel. Ab und zu hatte man früher mal Glück, aber hier geht es nicht mehr um Glück, sondern darum, der Stoff ist gut und der auch. Welchen Geschmack möchte ich und wie intensiv soll er sein? Im Gewächshaus der Apotheke überprüft Nick Heiss nicht nur die Temperatur und Bewässerungsanlagen auf dem Videomonitor. Die Überwachung ist Teil der strengen Gesetzesauflagen. Im Zuge der Legalisierung wollte die Steuerbehörde zunächst jederzeit in der Lage sein, unser Computersystem anzuzapfen. Wenn sie sich eingeloggt hatten, bekamen wir eine Mitteilung. Sie wollten alle Systeme anzapfen können, wann auch immer, um einzelne Anlagen genau zu überprüfen. Nick ist Gärtner. Statt Blumen züchtet er jetzt Cannabis für seine Kunden. Er weiß, wie er aus der Nutzpflanze das volle High-Potenzial schöpfen kann. Wenn Leute über Marihuana reden, in einer Nachrichtensendung zum Beispiel, sieht man immer nur diese berühmten Blätter. Tatsächlich aber enthält das Blatt keinerlei aktive Substanzen. Diese Inhaltsstoffe befinden sich im Öl der Staude. Und es sieht dann so aus, als sei sie von Zucker umhüllt. Und in diesen kleinen Kristallen befindet sich der Cannabiswirkstoff. Sechs Pflanzen darf er für jeden registrierten Patienten seiner Apotheke kultivieren und muss genau Buch führen.
Die können sich das anschauen und uns auffordern, jede Pflanze einem Patienten zuzuordnen. Deshalb müssen sie gekennzeichnet sein. Darüber hinaus müssen wir per Computer in der Lage sein, ihnen zu beweisen, dass Nummer 20T18 zu einem Patienten in unserem System gehört. Wenn nicht, müssen wir die Pflanze zerstören und auf den Müll werfen. Bei dem Run auf den Markt haben sich manche Firmen bereits gut positioniert. Dixie Elixirs produziert Lebensmittel, gewürzt mit Marihuana. Wir werden jetzt gleich unseren sogenannten Käfig betreten. Genau genommen eine abgesicherte Lagerhalle und einer unserer kritischen Kontrollpunkte. In diesem Lager befinden sich sowohl medizinisches Marihuana als auch unsere anderen Produkte, die Container und die Verpackungsabteilung. Ab hier wird alles besonders überwacht. Das Lager ist eine Art Paradies für kiffende Nichtraucher. Sprudellimonaden mit unterschiedlich hohem Marihuana-Gehalt, Tropfen für unterwegs, Massageöl, Bonbons und Badesalz. Hier kommt jeder auf seinen Rausch, diskret und vor allem unbemerkt. Pfefferminz-Bonbons sind sozial absolut akzeptiert, nicht nur in den USA, auch in Europa. Diese Dose enthält 20 Dragées mit 10 Milligramm pro Bonbon. Das entspricht 20 Marihuana-Zigaretten. Man kann sie bequem bei sich tragen, schiebt sich eins in den Mund, ohne dass jemand den Unterschied bemerkt. Wenn man also ein Schmerzmittel braucht, zum Beispiel am Arbeitsplatz, eine relativ kleine Dosis, das sind ja nicht mehr als 10 Milligramm, dann ist das ziemlich populär. Mit Blick auf die Zukunft hat Tony Fox in ihre Apotheke investiert. Auf der hauseigenen Plantage mit Blickfenster können die Kunden ihre Medizin gedeihen sehen. Tonys Aufklärungsmission bezieht sich allerdings nicht nur auf Flora und Fauna. Ich liebe diese Pflanzen. Ich finde, dass die massenhafte Inhaftierung von Drogenstraftätern in diesem Land eine große Schande ist für unsere Nation. Der Krieg gegen die Drogen ist gescheitert und viele seiner Opfer sollten keine Opfer sein. Wir müssen unsere Politik bezüglich dieser Pflanze neu bewerten, den Missbrauch dieser Pflanze als soziales Thema behandeln und nicht als kriminelles. Mit dem Vorwurf, nicht alle Marihuana-Patienten seien wirklich krank, kann sie leben. Denn zu ihren Kunden gehören Menschen wie Chris, ein Diabetiker, zu krank und zu arm für eine neue Niere. THC ist das Einzige, was die Schmerzen lindert. Obwohl vom Arzt verordnet, erstattet seine Krankenkasse nichts. Er ist wirklich ein Mensch in Not, der verzweifelt Hilfe braucht, sie aber nicht bekommen kann. Die Medizin, die ihm hilft, muss er selbst finanzieren. Man hat ihm Arzneimittel gegen seine Leiden verschrieben, noch und noch. Doch die Nebenwirkungen sind schlimmer, man kann sie aber lindern. $140 für 14 Gramm Schmerzmittel, das muss ein paar Wochen reichen. Sean Azzaretti hat ein Gebrechen, das nicht auf der staatlich anerkannten Liste verschreibungswürdiger Erkrankungen steht. Der Marineveteran kehrte mit einer posttraumatischen Störung aus dem Irak zurück. Nach seiner zweiten Tour war er ein Wrack. Der Militärarzt verschrieb ihm den Standard-Psychopharma-Cocktail. Man hat mir 6 Milligramm Xanax pro Tag verschrieben, 4 Milligramm Clonazepam. Ich habe nachts zum Einschlafen Tramadol genommen und 2 bis 4 Milligramm Amphetamin, um mich wach zu halten. Und jetzt? Nur noch Marihuana. Ich brauche das andere nicht mehr. Im vorigen Jahr setzte er sich für die Legalisierung von Marihuana ein und erschien in Wahlkampfspots mit patriotischem Unterton. Als ich nach Hause kam, hatte ich Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Marihuana hat mir sofort geholfen. Es beruhigte mich, verlangsamte meine Herzfrequenz, meine Angst war wie weggeblasen. Sagen Sie ja zum Amendment 64, damit andere Veteranen nicht leiden müssen. Die Wahl haben sie gewonnen. Und bis der Staat sein Regelwerk für den Verkauf von Marihuana ausgefeilt hat, genießt der geneigte Bürger Colorados erstmal in vollen Zügen. Ganz legal ist Robs Pot Party noch nicht. Den politischen Willen und das Wohlwollen wähnt er allerdings auf seiner Seite. Ich will euch mal was sagen. Ich weiß nicht, wie das mit den Leuten hier in diesem Raum ist, aber ich rauche seit der Highschool.
Sonst noch jemand? Okay. Seht ihr, was ich meine? All die Leute, die in den 70er und 80er Jahren Pott geraucht haben, die sind jetzt an der Macht. Deswegen haben 62% der Leute sie gewählt, weil sie Raucher sind. Nicht, weil sie anfangen wollen zu rauchen, sondern weil sie schon immer Raucher waren. Der Realitätssinn ist den umwölkten Kiffern noch nicht abhandengekommen. Am Notausgang läuft immer ein Ventilator, damit der Rauchmelder nicht Alarm schlägt.